Hey, schöne Go-Go, Baby, und willkommen zurück zu Let's Play Beautiful Joe. Als wir unseren Held das letzte Mal zurückgelassen haben, war er gerade in der Unterwasserlandschaft angekommen, die wortwörtlich unter Wasser stand. Wir haben dieses Wasser aber mittlerweile abgedreht und kriegen jetzt stattdessen von irgendwelchen Elektroschockern ständig eingewischt. Sind aber gerade auf dem Rückweg, weil wir da eine neue Tür geöffnet haben, die vielleicht zum Drahtzieher dieser ganzen Angelegenheit führt. Wir hoffen's. Oh. Wer legt denn diese verdammten Minen? Das heißt, eigentlich weiß ich es ja, aber trotzdem, wer? So, ihr kommt jetzt mal bitte runter, damit ich euch ordentlich erwischen kann. Dann eben so. Ich bin nicht wählerisch. So. Ja, jetzt auch noch Verteidigung C. Es geht übrigens auch noch D, also das war noch nicht das Schlimmste. So, und jetzt nach ewig langen Shop rum hin und her gerinne, ich kann mir endlich Beautiful Forever leisten. Hurra! Und was gehen wir denn als nächstes drauf? Ich würde sagen, als nächstes, ja, als nächstes holen wir uns erstmal Max-Speed-Erweiterung, oder nicht? Wir könnten theoretisch auch uns weitere Leben holen, aber... Wenn ich mich nicht allzu doof anstelle, sollte das eigentlich auch so funktionieren. Ich hoffe es. Anyway. Kommt zu meinem absoluten Lieblingsboss. Hasse ihn. Nee, vom Charakter her. Vom Charakter her ist er cool, aber das Gegner ist er beschissen. Wasserschreck, Crom Bruce. Was für ein Plappermaul. Maybe. Machte Joe's Skillstick, er verliert langsam die Geduld. Alright, let's kick his ass. So, jetzt in seiner ersten Phase ist er eigentlich noch ganz handzahm. Das ist ein mieser Angriff von ihm. Wenn er trifft. Ei. Im Prinzip müssen wir da eigentlich nur ausweichen, aber wenn er trifft, regeneriert er dadurch ein kleines bisschen Lebensenergie und das ist gemein. Was aber schön ist, wir hauen ihn gerade mächtig einfach so. Oh, und jetzt wird's gemein. Ah! Jetzt wird der Kampf fies, das sag ich euch. Na, er haut gerade ab. Wo ist er? Da, will er nämlich regenerieren. Das ist nicht gut. Möglichst verhindern. Der Witz ist, so kann man ihm entkommen. Ei? Ah, das meine ich. Und jetzt, okay, man sieht es nicht wirklich gut, weil es
echt wenig ist, dass er regeneriert. Aber er regeneriert dabei halt Lebensenergie. Wenn er sich an Beautiful Joes Körper labt und... Langsam bereue ich es wirklich nicht, die zweite Klappe gekauft zu haben. Ich glaube, wir werden sie hier gleich nutzen müssen. Das Schöne ist jetzt allerdings, während wir uns in diesem Zustand befinden, kann er uns gar nichts, bis er aufhört. Wie gerade demonstriert. So. Gleich müsste man haben. K.O. Ja, Verteidigung ist nicht super, aber bei dem Gegner stelle ich mich immer so an. Also da gebe ich mir mit dem P vollkommen zufrieden. Ah, und wieder nichts. Sieht so ein bisschen wie eine Superman-Pose im Anfangsstadion aus. Das muss verdammt nicht zum Übersetzen gewesen sein, weil Beautiful ja im Prinzip ein Wort ist, das extra für dieses Spiel erfunden wurde. Aber Flucht und voller Schönheit trifft es ja davon daher. Wenn man denkt, dass der Ursprung des Wortes ist, das sich Capcom da ausgedacht hat, beziehungsweise Clover, beziehungsweise Team Beautiful eben. Na, also die Macher halt. Alles klar, weiter geht's im Text. Hey, steht ein ganz nettes Kapitel an, das ich überhaupt nicht aufstehen kann. Egal, wir holen uns das mal das nächste Max Speed Update. Upgrade, Re-Update. Alright, und weiter. Bloß keine Pause, immer schön weiter durch. Cause this is the beautiful escape. Alright, posing! So. Da müssen wir jetzt aufpassen, denn es kommen Raketen. Und wie man vielleicht gerade gehört hat, den Bianchi ist es gerade nicht wirklich gut ergangen, daran, dass er da stand. Gehen wir mal lieber hier runter. Und die können zwar in den Hintergrund ausweichen, aber wenn sie zu langsam sind, dann werden sie halt von der Rakete mitgerissen. Und das schmerzt. So, wir haben jetzt hier eine Fernsteuerung gefunden und irgendwo weiter vorne ist die dazugehörige Plattform. Werden wir mal sehen müssen. Da ist sie. Ich glaube, auch da müssen wir jetzt aufpassen, dass die Plattform... aus der Reichweite der Rakete bleibt, denn ich meine, die kann mitgerissen werden. Wir werden es gleich sehen. Beziehungsweise wir werden es hoffentlich gleich nicht sehen. Aber okay, weiter geht's. Jetzt mal lieber nach oben ausweichen mit der Plattform. Hier habe ich mir jetzt gerade nichts verbaut. Ja, hier sehen wir, wie die ganze Plattform aufgebaut ist. Ja, ich hab's verstanden, Spiel. Wir können gern weitermachen. So. Hier kommt die Plattform hin und... Puh, gerade noch rechtzeitig. Oh, verdammt, es geht die Zeit davon. Egal, Rainbow Beautiful. Tor geht auf. Bathroom. Von mir aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.